Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe in der letzten Folge gesagt, bis gleich. Das liegt daran, dass ich mir gedacht habe, da ich ja gestern, also am Sonntag, nur gar keine Folge Bioshock hochgeladen habe, kriegt ihr heute ausnahmsweise zwei, damit auch dieses Projekt wieder gleichmäßig funktioniert. Ich ignoriere dich aber so gerne. Die Antipersonenteile sind schon nett, aber... Oh ne, da bricht doch bestimmt gleich durch. Wir gehen erstmal außerhalb. Können wir die Tür öffnen? Nein, können wir nicht. Auch wenn sie so schön beleuchtet ist. ja, damit wir hier wieder auf dem gleichen Nenner sind. Achso, ich würde hier dann nur runterfallen. Was mir aber Schaden machen würde wahrscheinlich. Da habe ich keine Lust drauf. Deswegen werden wir erstmal eine Runde hacken. So, was haben wir hier? Medi-Station. Erfolgreich gehackt. Das heißt, meine Gegner können sich daran jetzt auch wieder nicht heilen. Ich glaube zwar nicht, dass sie dazu kommen werden, aber okay. Wir brauchen. Was brauchen wir denn? Wir nehmen noch ein paar Nieten wieder mit. Jupp. Zur Vorsicht. Man kann nie wissen, was hier noch auf einen zukommt. Da haben wir auch schon wieder ein bisschen Geld. Ist schon unglaublich, wie schnell man 300 Dollar wieder ausgeben kann, ne? Hier haben wir einen Notschalter. Okay, aber das heißt, ich muss hier drüber. Rot? Rot bedeutet eigentlich nicht gut. Gleich sind wir zu Hause, Daddy. Na, sie muss hier recht sein. Da wohne ich gut. Na, ich wusste doch, dass wir hier irgendwo nochmal einen Heldfall kriegen. Schwank. Mal erstmal anhören, was er zu sagen hat. Da ihm selbst jegliche Genialität fehlt, fürchtet der Parasit den Visionär. Was er nicht abkupfern kann, will er zensieren. Was er nicht reglementieren kann, will er verbieten. Rapture basiert auf einer Idee. Und Ideen sind hier unantastbar. Ja, Ideen sind unantastbar, das ist schön zu hören. Nur warum ist es dann kaputt gegangen im Endeffekt? Hm? Waren die Ideen dann doch nicht so unantastbar? So, mein Kleiner hat gesagt, sie möchte hier rein, aber ich möchte dann noch nicht rein. An der Oberfläche verfolgten eure Eltern ihre privaten Pläne und setzten ihre großartigen Fähigkeiten ein, um für euch zu sorgen. Sie lernten, die Lügen der Kirche und des Staates umzukehren und sich selbst als ihre eigenen Herren zu sehen. Aber die Parasiten sagten nein. Das Kind hat eine Pflicht. Es wird in den Krieg ziehen und für die Nation sterben. Ja, ein kleiner geheimer Raum. Ich weiß nicht, ob er geheim ist, aber für mich war er jetzt geheim, weil er war doch relativ gut versteckt hinter einer anderfarbigen Tür. Und wir plündern natürlich wieder alles. Und Waffen verbessern. Ja, bitte. So, was nehmen wir denn diesmal? Wir haben Treibstoffeffizienz für den Bohrer. Erhöhter Bohrerschaden, erhöhter Schaden durch Nietenpistole, erhöhter MG-Schaden, Reduktion von MG-Rückstoß. Ich denke, da ich derzeit eigentlich mehr auf die Nieten setze, werde ich den Schaden der Nietenpistole erhöhen. Altes Spielzeug, neues Spielzeug. Ja, da hast du vollkommen recht, meine Kleine. Altes Spielzeug, neues Spielzeug, kaputtes Spielzeug. Ich habe mich heute mit Sinclair von Sinclair Solutions getroffen. Das ist so eine pseudolegale Firma, die diejenigen Probleme löst, von denen Ryan nicht mal zugeben will, dass er sie überhaupt hat. Ich könnte 40 Seiten in der Tribune mit Stories über den Kerl füllen, wenn er mich nicht dafür bezahlen würde, es nicht zu tun. Tja, er sagt, er hat Arbeit für mich. Ich frage, was? Und er grinst mich mit seinen 1000-Dollar-Jacket-Kronen an und sagt, dieser Job wird, Zitat, die Welt verändern. Zitat Ende. Ja, sehr schönes Zitat. Ne, da drin ist nichts. Werkzeug brauchen wir nicht. Ach ja, wir dürfen ja hier auch einen Safe haben. Oh, nö, 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 nö. Wieder zurück. Nein, es war doch im Blauen. Was? Aua. Geh weg. Such dir Freunde. Such dir ein Leben. Gehackt. Gehackt.
Muss sonst noch jemand gehackt werden? Genug Hacking-Werkzeug dabei. Scheiße, jetzt bin ich schon wieder fast tot, ey. Es ist doch zum Kotzen. Dann schalten wir mal den Alarm aus. Aber wir haben jetzt zwei Bots, die mit uns kämpfen. Das ist gut. Das ist gut, Bryce. So, nochmal hacken hier. Ah, jetzt sind wir besoffen von der Cola, oder was? Ja, ein bisschen mehr Gold gesammelt. Gold, gelb, gelb, Gold. Und zwei Auto-Hack-Pfeile. Was? Zwei Auto-Hack-Pfeile? Ach so, ja, zwei Auto-Hack-Pfeile. Okay, weiß ich auch wieder, was ist. Wir nehmen unsere Nieten. Und ihr beiden, meine kleinen dummen Drecksbots, ihr macht doch mal Platz da. So, aber ich glaube, wir sind jetzt wieder am Anfang, oder? Ich müsste ja hier einmal im Kreis gehen. Oder auch nicht. Jetzt bin ich so ein bisschen verwirrt. Ja, hier. Das ist doch Wasser. Warum kann ich das Wasser denn nicht? Los, meuchelt ihn. Hat er sehr gut gemacht. Hat er brav gemacht. Nein, Bot-Shutdown wollen wir nicht machen. Hast du noch was gefunden? Nein, anscheinend nicht. Kuchen mit Cremefüllung. Juhu. Maschinenpistole. Ach, das ist... Ach, leck mich doch an! Automatisch gehackt. So, viel besser. Mann, ich... Boah, ich bin hier schon wieder kurz vorm Abnippeln. Das ist nicht gut. Ich brauche eine Medistation. Ich brauche Geld. Ich brauche eine Mischung aus beiden. Das nur, weil ich hier alles erkunden will. Der Parasit ist unfähig für sich selbst zu sorgen. Aber seine Bedürfnisse wachsen, bis er schließlich einen Krieg lostritt, um alles zu retten. Eure Eltern haben euch nach Rapture gebracht, wo ihr den Parasiten nie wieder fürchten müsst. Ihr seht also, die Oberfläche ist kein Ort für euch. Aber ihr könnt die Welt zu euch holen. Wenn ihr jemanden kennt, der nach Rapture gehört, schreibt einen Brief an die Poststelle von Ryan Industries und, wer weiß, das nächste neue Gesicht kommt euch vielleicht bekannt vor. Ja, wer weiß das schon. Ich hab da schon wieder was gehört. Ein bisschen Geld. Geld ist gut. Muss ich nur noch... Sicherheitsbot, geh aus dem Weg, verdammte Axt. Ja, meine Kleinen muss ich in die gesamte andere Richtung bringen. Vielleicht habe ich ja dadurch jetzt ein bisschen was freigeschaltet oder beziehungsweise ein bisschen Weg schon vorbereitet. Ich weiß, diese Anlage ist wichtig für die Geheimhaltung Raptures. Aber wenn ich sehe, wie ich in diesen torkelnden Wachsalbtraum verwandelt werde, sprechen Kinder wirklich auf sowas an? Ich habe einen Jungen angeredet, der gerade mit seinen Eltern den Park verließ. Hab ihn gefragt, ob er denn was gelernt hätte hier. Er sagte, seine Aufgaben kämen ihm jetzt nicht mehr so hart vor. Wenn nur Mutter ihn nicht an die Oberfläche schicken würde. Klingt so ein bisschen sehr nach Gehirnwäsche. Nein, hier waren wir mal ein Waffen-Upgrade. Ah, hier war der Automat. Ja. Verbandskasten, 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 Verbandskasten. Mein ganzes Geld für Verbandskasten ausgeben. Oh, so ist es gleich viel besser. So, wohin wolltest du mal? Los, zeig mir den Pfeil. Den allwissenden Pfeil. Ich glaube hier rechts rein, oder? Ja. Also Tenenbaum würde wollen, dass du diese Sister wieder zu einem Menschen machst. Das bräuchte uns gerade genug, Adam, für unsere Zwecke. Und ich nehme mal an, die anderen Mädels, die sie gerettet hat, würden versuchen, sich dankbar zu erweisen. Aber in Rapture wird um alles oder nichts gespielt. Und sie ist der Jackpot. Du musst nur willens sein, dir alles zu nehmen. Und du hast mehr, Adam, als ein Plasmid dich kostet. Der Rest ist ein Bonus obendrauf. Überleg's dir. Hier unten heißt es, dein Leben oder ihres. Mein Leben.
Mein Leben. Da bin ich jetzt ein bisschen egoistisch. Außerdem finde ich die Kleine süß und toll. Und deswegen werde ich sie behalten. Meine. Aber. Meine Liebe, ich habe es einfach nicht, sie abzugeben. Es tut mir sorry. Ich bin Hello 1986. Wir spielen Bioshock 2. Bis gleich.